Hallo liebe Kinder und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Contra 009 Stunde 0 Beta 09 weiß was ich zu General Tao zur vierten Generalsherausforderung. Wir sind ja alle wieder ganz lieb miteinander und da der böse Ironhead letztes Mal besiegt worden ist, können wir jetzt wieder ganz normal spielen. So. Kippe kurz mal beiseite. Sonnenbrille wieder abnehmen. Ist auch nicht mehr so dunkel hier und dann wollen wir mal weitermachen. Mit der vierten. So, ich habe jetzt schon mal ein paar Bulldozer gehabt. Man hat es gesehen. Ich habe jetzt zwei Bulldozer gehabt. Einer war fast fertig. Das ist ja der ganz alte Trick von damals noch bei der Shockwave 08 Herausforderung, wo ich Superman gespielt habe. Weste noch? Da konnte ich ja damals auch schon, der wird nicht lange leben, aber egal. Dass man bereits, wenn sobald der Film startet, hier auf seine Koordinatenzentrale klicken kann und dann schnell auf die auf den Shortcut, auf die Tastatur D drückt, konnte man dann bereits sofort, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bauen soll irgendwie. Konnte man bereits Bulldozer bauen. Oh, knappe Sache. Mann. Ist die Kackgrütze jetzt da mal weg? So, lalle. Wieso habe ich eigentlich keine Musik? Ist das richtig? Musik? Musik ist an. Hä? Wieso habe ich hier keine Musik? Oh, General. I would not capture that oil derrick if I were you. I would only destroy it. Ja, verstehe jetzt nicht. Diese Languste. So, Waffenfabrik da, ganz wichtig. Kann Energie haben, auch sehr wichtig. Und der Nukleargeneral, man kennt ihn, der spammt mit seinen Soldaten einfach nur so herrlich rum. Mit einigen Gatling-Panzern oder Battlemastern oder sowas. Und eigentlich könnte man ihn jetzt schon aus seinem Versteck holen, so ein bisschen. Hahaha, die lachen, wenn sie die Gebäude einnehmen. Vor allem brauche ich dringend, Ah, jetzt habe ich Musik. Oh, ist interessant. Okay, entweder war es gewollt, dass das bedeutet, dass er jetzt angescheißert kommt, oder ich weiß auch nicht mehr. Ich habe schon wieder keine Energie, das gibt's nicht. Alter! General Kwai braucht dringend mal irgendwie, das nicht. 18, das reicht glaube ich noch. Schön! Da kommen auch schon die kleinen Scheißer. Naja, so weit, so schlecht, du gehst da mal, geh mal ganz weg. Gut, dass ich einen Gatling-Panzer gebaut habe. Schön, dass er weiter schießen kann.
So, ich baue jetzt hier unten, weil ich weiß auch noch, als ich Superwaffengeneral gespielt habe, da hatte ich zwei Basen gehabt. Und es ist wichtig, dass man sich die Atomraketen da oben merkt, in welcher Reihenfolge der die jetzt gerade einsetzen wird. Also, die hier war die erste, die ist gerade eben aufgeploppt, das habe ich gesehen. Und das ist die zweite. Also 1, 2, 3. Und ich glaube, die erste, die ist nur so ein Blindgänger, die, glaube ich, immer hier hin zielt, ne? Du bist ja langweilig, der weiß ja alles. Ich wünsche mir ein paar mehr Kasernen gerade. Der Teilhabermusik ist geil. So, aber... Und ich glaube, ein oder zwei Atomraketen sind irgendwie Blindgänger, ne? Do they all have their radiation suits on? Die Musik ging echt da los, als er angegriffen hat. Das ist auch geil. Schon wieder gleich keine Energie, das gibt's doch gar nicht. Upgrade complete. Hallöchen. Natürlich, er hat zwei Sterne. Da kommt die Battlemaster, das ist gar nicht mal so geil. Vor allem, wenn er da auch mit Battlemaster kommt, das weiß ich gerade nicht. Hm. Vor allem, wenn die Nukleargeschütze kommen, dann wird's auch lustig. Ich wünsche mir, seine Soldaten würden ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bringen gerade. Das ist auch gut, da baue ich einen Atomreaktor. Ja, da kommt schon die scheiß Artillerie. Please build more tanks, General. Even they will melt in time. Da kommt schon diese wunderschöne Artillerie. Was auch mal da stand, ich glaube, das war ein Gatling-Panzer, ne? Boah, ich will gerade echt schon angreifen, ne? Die benutze ich jetzt erstmal nur zur Verteidigung. Congratulations, General. You have been promoted. Your defense has cracked like so many. Wow, ernsthaft? Oh, General. Ach ja, und ich sollte vielleicht. Boah, Alter, wie ich jetzt hier. Alter! Ich kann auch mit Soldaten spammen! Da hört mich auf! Oh. Und da kommt die Artillerie. Oh, Alter! Ein verfickter Scheiß-Raketenwerfer, der wieder explodiert wie Nukleargeschütz, Alter. Doch, schön gescriptet, aha. Muss ich mich wieder einbunkern, ja? Mach diesen scheiß-verfickten Dildo-Werfer da kaputt, Alter. Ja, ein scheiß Raketenwerfer zwiebelt die ganze Basis wieder weg, ey. Boah, ey. Es hängt schon wieder an. Oh,
Unit lost. Und er kann natürlich weiter schießen als die. Boah, ey. Wenn er jetzt nicht gleich aufhört, dann kann ich auch gleich wieder aufhören, weil ich nicht mehr aufbauen kann. Your defenses are weak, General. We have entered your base. Unit lost. Ich kann keine Sachen bauen, die nach oben schießen. Ich kann nichts schießen! Unit lost. Boom. Ich brauche viel mehr Gatling-Geschütze. Viel mehr. Unit lost. Bam! Und bam! Kannst jetzt schon klingeln. Vor allem, wenn er jetzt wirklich unendlich lang angreift, dann wird er sehen nichts. Gut, also spam ich jetzt schön mit 5000 Gatling-Geschützen rum. Weil der angebliche Nukleargeneral nur mit Infanterie rumspammt. Haben wir mal wieder jetzt den. Nee, nee. Ich wollte gerade Hacker-Training probieren, aber. Es dauert auch 2 Jahre, so einen scheiß Bulldozer zu bauen, irgendwie, ne? Weißt du, dieses Upgrade hier ermöglicht den Bulldozern über Wasser zu schweben, ne? Aber die können nicht über Säure oder Neutronen schweben. Ach, ich hab hier einen. Also ein bisschen bringt das Nachschublager ja was, aber halt nicht so viel. Upgrade complete. Und ich hoffe, dass die Musik jetzt wieder dann losgeht, wenn er angreift. Upgrade complete. Er hat also hier reingeballert und hat beides getroffen. Dann das untere Nachschublager war auch down. Ist natürlich klar. Aber Geld hat man, wie gesagt, Geld hat man ja echt genug. Ich hatte 11.000 oder 13.000, damit hätte ich eine Menge anstellen können. Wie zum Beispiel 2 Milliarden Gatling-Geschütze bauen. Du gehst nochmal dahin. Weiter, weiter. You can have that oil, Derek, but it will not help you stop me. So, Gauss-Tantalen, Spam, ab geht's. Oh, General, I would not capture that oil, Derek, if I were you. I will only destroy it. Und man weiß ja noch, hier oben ist so eine Sache, sich dahin zu stellen, weil sobald man nach oben geht, dann kommen erstmal 2 Milliarden Helixe, die einfach unendlich lang spawnen. Nee, nicht so gut. Immer noch zu nah an der Atomrakete dran. Dann halt da. Könnte ich so langsam mal. Ganz ehrlich, die Türme bauen sich schneller als ein Kraftwerk. Das muss man sich mal reinziehen. Wieder keine Energie, ey. Ups. Ah ja. Da haben wir die Musik. Wir
Aber man muss echt sagen, hier die Türme kann man echt schnell bauen. So. Oh, so many soldiers, General. Do they all have their radiation suits on? Ich wünschte, die würde ich haben. Oh, gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass der so schnell mit den Fanalgeschütze rumspammt. An Kong angeschaltet kommt. Ich hab wieder gleich keine Energie, das gibt's doch gar nicht. Alter, wirklich. So, jetzt kurz mal speichern. Hä? Tank General? Hä, das hab ich doch. Hab ich das nicht gelöscht? Ist ja komisch. Ich habe auch keine Ahnung, warum jetzt diese Schrift da oben auf einmal so klein ist, da oben rechts. Das muss man schon mit den Augen zukneifen, damit man sehen, schauen kann, was für ein Timer das ist. Kann ich da meine Hacker reinschicken? Das ist doch ein Bunker, da fühlen sie sich auch wohl. Warum muss es eigentlich so ein scheiß Internetcenter sein? Weil die brauchen ja nur ihren scheiß Aktenkoffer und das war's. Oh, out of funds already, General. You should know war. Ja, ich hab kein Geld, also chill mal ein bisschen. War 1200. Oh, ich wünschte, ich hätte Flugzeuge, ne? Darum, also mit USA ist diese Generalsherausforderung echt am einfachsten. Weil die WA kann die scheiß Comanches schon so früh bauen. Jetzt schon ab Rang 1. Ich kann's leider nicht. Ich kann diese scheiß Helix erst bauen, wenn ich eine Propagandazentrale habe. Das muss man sich auch mal reinstellen. Ich hab wirklich Geld. Ich weiß nur nicht, bis jetzt, was das Richtige ist, was zu bauen ist. Leisten kann ich's mir. Jetzt ist nur die Frage, was bauen. Geldprobleme hat man ja echt keine. Oh mein Gott. Congratulations, General. You have been promoted. Das, was ich auf jeden Fall noch bauen könnte, das, was ich jetzt leider nicht... Chill mal kurz, ich brauche mal kurz Heuchposten. Am besten sogar noch mehr. Die ich irgendwie in die Mitte hinkriegen muss, ohne dass die angegriffen werden. Das wird ein kleines Problemchen. Kann er kurz mal chillen?
Ey, dass der so schnell schießen kann, das ist unglaublich. Your defense has cracked like so many eggshells, General. Unit lost. Will ich gar nicht hingucken, ehrlich gesagt. Get out of my base, General. I will not ask you twice. Congratulations, General. You have been promoted. Alter, auf was für ein riesen Radius der im Ansprung nimmt. Ich brauche mehr Waffenfabriken, glaube ich. Unit lost. Also Juzitz hat ja immer wellenartig angegriffen, aber der hier... Diesmal nicht. Jetzt habe ich kein Nachschublager, weil es wieder kaputt gemacht wurde und ich kann da nichts hinstellen, das ist doch nicht normal. Mach die Kacke da weg. Und ich bräuchte noch einen Bulldozer hier oben, bitte. So, also Heuchposten ist ganz gut da. Da kann ich nämlich schon gleich viel schneller reagieren, sobald ich Nukleargeschützen sehen sollte oder sowas. Hier fehlt vielleicht noch was. Und wie gesagt, ich habe Kohle ohne Ende. Ich hoffe nur, dass jetzt die keine Atomrakete irgendwo richtig einkracht. Ach du Kacke. Ja, da kommen schon die Nuklearwichser. Ey, komm, ey! Dann halt alle! Irgendeiner muss doch da mal rauskommen und einen einzigen verfickten Schuss noch abfeuern lassen! Sollte er nach 2 Jahren irgendwann mal rauskommen, heißt es. Und er schießt auf den scheiß Soldaten, ey! Ja, er ist gestunt. Gleich fliege ich die Maus wie. Ja, das war meine. Ey, ganz niemand kommt da raus! Aha, hier kommt auch Overlords. Das war's mal wieder. Unit lost. Oder er haut sich seine eigenen Einheiten weg, das ist natürlich auch nicht schlecht. Junge, ey, ein einziges Nukleargeschütz ist zu schwer verlangt. Es zu zerstören, es ist zu schwer. Boom. Unit lost. Und er schießt so fucking schnell. Village General, please make yourself at home. How long were you planning on staying in my base, General? Maybe I should prepare a bunk for you. Unit lost. Ja, guck am besten dahin, das ist kein Problem. Warning, a nuclear missile has been launched. Ich will jetzt kurz mal wissen, wo der einschlägt. Unit lost. Ich weiß jetzt noch nicht. Okay, der schlägt da ein. Okay. Unit lost. Ja, du kommst da nicht hin wegen der verfickten Strahlung. Oh.
Also wieder ganz ruhig. Fangen wir nochmal hier an. Da muss auch wieder 2 Milliarden Bunker hin, weil sonst wird das nichts mit ohne Einigeln. Kannst du nicht gewinnen. Yeah. Trotzdem ist der Angriff noch viel lächerlicher. Also wenn ich angreifen sollte, ist das um einiges einfacher. Du gehst... Piss dich da noch zum Ölturm hin, mit da will ich sehen. Ob das reicht, ist auch so eine Frage. Ob Albuquerque das hier schafft, jetzt gegen Overlord zu kämpfen, weiß ich auch nicht so ganz. Ich weiß nur, dass sie das auch nicht geschafft haben, wieso auch immer. Am besten, ich baue hier gleich 5 Verteidigungslinien hin. Ja, keine Ahnung. Was ich jetzt auf einmal an Musik habe, glaube ich. You should know war is expensive. Dieses Spiel, da kann man nicht so lange spielen, ne? Am Anfang geht alles gut, aber irgendwann regt man sich immer mehr auf. Ja, okay, Problem ist, mein Heuchposten wird natürlich nicht lange überleben, wenn seine Nuklearrakete mal hier runterkommt, ne? Congratulations, General. You have been promoted. Ups. Ja, das ist das. Ich weiß, dass auch nur nichts nichts wirklich so da ankommt. Kam hier nicht auch Panzer? Ja, ne? Du lebst das dann eh nicht so lange, weil da eh gleich eine Atomrakete runterkommt. Und da geht der Spaß los. Es dauert viel zu lange, bis der draußen ist. Die ist viel zu lang. Er fährt nach rechts anstatt nach oben. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt schon wieder der Bunker hier kaputt ist. Durch was? Ja, okay, das hat überlebt. Ja. Ja, schön. Unit lost. Kannst du diese scheiß Grütze da wegmachen? Guck zu, Alter, wie überall alles verstrahlt. Kein Ding. Selbst da kommt so ein verfickter Artillerie-Analgeschütz. Ich bin schon Rang 3. Ach so.
Das Ding ist am Nuklear-General, ne? Seine große Schwäche ist, dass der Nuklear-General keine... Doch, das kann er. Scheiße. Ich dachte gerade, der kann keine Red Arrows bauen. Das sind diese Anti-Aircraft-Soldaten. Die kann er leider doch bauen. Sublisa, ich dreh gleich durch. Ich glaube, kann ich eh schon wieder aufhören, weil das dauert jetzt alles viel zu lange. Ja, da kommt das Problemchen. Lass mich raten, das Ding fliegt schneller, als ich meine Einheiten überhaupt wegbewegen kann. Es war klar. Was soll die Scheiße? Und die kommen jetzt eh wieder nicht mehr raus, weil sie hier schon wieder krepieren aufs Maul kriegen. Ein scheiß Dildo-Werfer da oben, der wieder alles kaputt macht. Und wieder wird alles zerfekt durch ein scheiß Nukleargeschütz. Bumm, schießt doppelt, weil er befördert. Artilleriebeschuss. Und auf einmal lebt hier gar nichts mehr. How long were you planning on staying in my base, General? Maybe I should prepare a bunk for you. Ja, hier alles schlimm. Die fahren hier einfach durch. Das juckt dir nicht. Die fahren hier einfach durch. Wo will der hin, frage ich mich. Wieder fertig, wieder neu laden. Ein Nukleargeschütz macht alles kabumm. Ich weiß nicht, der Bunker hier ist auch nur Attrappe, der Overlord kam auch chillig durch. Das ist also auch nicht. Wieder kann man die ganze Zeit nur überlegen, was machen. Das war halt meine Vermutung, dass ein Bunker es wahrscheinlich nicht geschissen kriegt, den Overlord zu zerstören. Da kommen auch Panzer, da muss ich auch was hinstellen. Oh, out of funds already, General. You should know war is expensive. Ich weiß, deine Mutter war billig. Das müsste ich theoretisch schon eigentlich kaputt machen, ey. Ey, das ist so unglaublich, ey. Ich muss sowas von Helixes spammen. Das glaubt man gar nicht. Ja. Und wieder hat alles so ganz fröhlich angefangen. Congratulations, General. You have been promoted. Alles hat so ganz chillig und harmlos angefangen. Und jetzt endet es wieder im Rage Mode. Wie immer eigentlich. Die ganz normale Folge wieder. Wo ist das Analgeschütz? Da ist es schon. Komme ich nicht raus, weil das die so ECM-Wichser sind.
Ernsthaft? Junge, ist das dein Ernst, Mann? Unit lost. Alter, wie er ein Ausrückt wieder! Hovitzer am Arsch, Alter. Und geht eh durch die Strahlung gleich drauf. Ja, da sind die Nächsten. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Your defense has cracked like so many eggshells, General. Ich frag mich auch gerade die ganze Zeit, wie kann ein scheiß verfickter Bazooka schon wieder alles kaputt machen, obwohl ich 1000 Dinger stehen habe! Do you like my village? Fertig! Neustart! Fliegt gleich die Maus weg, Alter, wirklich. Diese Via ist die Endlos-Kacke hier. Der scheiß Endlos-Zirkel. Das da hinstellen. Ich kann gleich speichern direkt vor dem Angriff. Dann spare ich mir das hier alles. Nur weil ich den jetzt hier nicht früh genug hingestellt habe, oder was? Es pissen mich diese kleinen feinen Einheiten. Die pissen mich hier übelst an. Nur weil ich den da nicht hingestellt habe, dass schon alles hier den Bach runtergeht. Wieso steht da ein Heuchposten? Ja, natürlich wird er gesehen. Und ich dachte schon wieder, hey, machst einen auf frühen Angriff, holst ihn jetzt schon raus aus seiner Verteidigung. Ja, Arschlecken. Natürlich. Nicht. Und ich kann mir immer noch nicht merken, welcher Atomrakete jetzt hier eigentlich in der Mitte runterkommt. Gut, speichern wir hier nochmal. So, weil wir jetzt nach jedem kleinen Millimeter wieder saven können. Und ich brauche eine zweite Fabrik, das geht gar nicht hier. Congratulations, General. You have been promoted. Du bist jetzt eigentlich jeden Moment diese Infernalgeschütze, scheiß komm. Analgeschütze. Und der Spast. Und sobald ich 3 Sterne bin, sofort Flugfeld. Obwohl, ich weiß nicht so ganz, Flugfeld wird auch lustig. Das wird auch nicht so einfach werden. Ich sehe nämlich hier überall seine scheiß Arrows-Teile. Arrow-Soldaten. Die eine sehr hohe Reichweite haben. Also, so ein Helix kann auch sehr schnell abgeschossen werden. Das wird auch nicht so übel simpel werden. Unit lost. Die Fresse da oben. Pups Gesicht, ey. Warning. A nuclear missile has been launched. Unit lost. So, jetzt fliegt das weg. Do
you like my village, General? Please, make yourself at home. Ich wollte gerade sagen, mach diese Er hat auch hier weggemacht! Was hat den jetzt gekillt? Ach, der da. Und wieder wird alles zerstört. Unit lost. Das Tolle ist, ich bin jetzt Rang 3, nur das bringt mir nicht so viel, weil jetzt da oben alles wieder kaputt ist. So wie es aussieht, kann ich jetzt auch nicht mehr rechtzeitig da oben alles wieder aufbauen, weil er jetzt nach jeden 2 Sekunden angreifen muss. Also vielleicht kann ich ja den ersten Angriff mit seinem Nuklear-Geschütz noch aufhalten, wenn ich jetzt gleich meine... Wenn ich meine Panzer da runterhole. Was jetzt wahrscheinlich hier zu spät ist. Tanks, General. Even they will melt in time. Was ein bisschen dumm von mir war. Unit lost. How long were you planning on staying in my base, General? Maybe I should prepare a bunk for you. Wenn ich auch schwer sehe, wie hart die gepanzert ist. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Damit hat er sich jetzt seine eigene Dings weggehauen. Congratulations, General. You have been promoted. Speichern ganz kurz. Ich sehe gerade keine Gegner mehr. Was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass mein Horchposten nicht mehr lebt. Ja, normalerweise sind da wieder Gegner. Ja. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. Upgrade complete. Habe ich nicht einen Heuchposten gebaut? Wo ist der hin? Ach, da oben. Wie auch immer der wieder gestorben ist. Warning, a nuclear missile has been launched. Ist das jetzt wieder die erste? Habe ich jetzt einen Zyklus geschafft oder?
Es gibt ja auch noch eine, die glaube ich, hier glaube ich rein semmelt, ne? Yo, jetzt spammt er rum. Jetzt geht er ab. Unit lost. Kabum, weil er über die ganze Map schießen kann. Das kannst du jetzt schon wieder knicken. Ne, das war's. Sobald die Elixir verrecken, war's das. Ja, 4 Sterne, weiß ich auch nicht so ganz. Keine Ahnung. Ich weiß nur, woher kommt die Strahlung auf einmal? Unit lost. Achso, Artilleriebeschuss noch. Warning, a nuclear missile has been launched. Wieso ist da oben jetzt schon gleich gerade wie ein Helix krepiert? Nein, ups. Es ist dieselbe Kacke wie wieder beim Iron Hand. Nonstop wieder laden. Und sich nur wieder abfacken. Weil hier nichts bringt. Wo wollt ihr eigentlich hin? Warning, a nuclear missile has been launched. Ich find's gut, dass er da gerade so rumspackt. Ey, opfer dich mal. Upgrade complete. Unit lost. Upgrade complete. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Und ja, alles Anti-Air, Junge, alles Anti-Air, wir sollen ankommen, ey! Ja, Gatling-Geschütz, Panzer, Feuer weiter drauf. Und, ja, das war's. Wo ist ein Engelschlag da wieder? Bumm! Und alles Anti... Ey, ich hab grad keine Ahnung mehr, was, wie man das machen soll. Nö, keine Ahnung. Alles nur Anti-Air-Spamme und... Ne. Helix Hustle bringt nix, null. Alter, das nächste Mal mit Superwaffengeneral. Ich hab keinen Bock drauf, Alter. Wirklich nicht. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Catchen wir gleich wieder neu laden. Natürlich schafft er noch einen Schuss abzufeuern. Oh, out of funds already, General. You should know war is expensive.
Das wird auch nichts bringen, weil Nukleargeschütze viel weiter schießen können. Die zerstören, die Nukleargeschütze gehen dann auf mein Dings. Die Nukleargeschütze greifen mein Teil an. Meine. Meine Basisverteidigung. A nuclear missile has been launched. Und dann sieht das nämlich so ungefähr so aus, dass die, dass der OE Schaden, dann versuche ich nicht, dass die dann auch Schaden bekommen. Es ist eigentlich nur die ganze Zeit diese eine Welle, ne? Diese eine Welle, die dort richtig abfuckt. Das nächste Mal, wenn jetzt da diese 3-4 Nukleargeschütze kommen und die ganzen Overlords natürlich noch. Upgrade complete. Wo ist Overlords? Da muss ich. Wie weit die schießen können, das ist unnormal! Ja, ja, natürlich. Schafft das auch. Warning, a nuclear missile has been launched. Ja, bumm! Das meine ich. Ja, pff, ein Stern. Der kann tausendmal weiter schießen als die hier. Selbst mit der Schusszwangtaste wird das nix. Ja, und vor allem, wenn er schon Feuer abfeuert, dann wird das erst recht nix. Nee! Unit lost. Das wird nix! Es ist scheißegal, was ich mache! Da kommt noch mehr Nukleargeschütze! Und die sind schon kaputt, bevor die überhaupt runterkommen! Was? Hä? Was verlangen die hier, frage ich mich gerade! Ja, ich hab keinen Plan! Da kann ich den General wechseln jetzt, oder was? Unit lost. Ist mir zu blöd, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hab nicht. Keine Ahnung, was sie wollen. Ja, überall Anti-Air. Unit lost. Und schießt da auch drauf, ey. Ja, der ist auch wieder down, weil er überall jetzt in Anti-Air kommt. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Ich weiß jetzt, dass da oben nichts mehr lebt. Da kommt noch mehr Artillerie. Unit lost. Upgrade complete. Ja, er soll nach Stadt der Alas hinfliegt, ey. Da geht's eh durch die Strahlung drauf. Unit lost. Get away from my supplies, General. Und da oben ist auch Nukleargeschütz von Berg aus. Und noch mehr Overlords, noch mehr Artillerie. Flugzeuge kannst du knicken wegen Anti-Air nonstop. Panzer kannst du knicken, weil die überhaupt nicht in die Nähe von Nukleargeschütz kommen, weil die da von der Reichweite schon alles kaputt gemacht werden. Oh,
Was habe ich noch als Panzer und Flugzeuge? Nee, ich habe keine Ahnung. Alter, und Zerstörer sind ja schon. Ja, es war mein Flugfeld. Ganze Basis innerhalb von ein paar Sekunden down gerade. Ich hab keine Ahnung. Ich kann's jetzt Milliarden mal probieren, bis ich weiß nicht. Upgrade complete. Bis Jesus sagt, okay, es ist genug. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Da ist ein Gatling-Panzer. Upgrade. Der mir natürlich hinterherkommt. Unit lost. Unit lost. Und den knallt keiner ab. Er überlebt den Scheiß, Mann! Außerdem ist die ganze Basis eh wieder einen Sekunden down gewesen. Unit lost. Ja, ja, der geht drauf. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Unit lost. Ja, was mach ich jetzt gegen die? Keine Ahnung. Was soll ich gegen die jetzt machen? Unit lost. Guck mal, Nukleargeschütze, Infernalgeschütze. Unit lost. Alter, das ist eine Zumutung, Alter, dieses Spiel. Alter, und Alter, guckt sich das einer an. Der hört nicht mehr auf. Upgrade complete. Der hört nicht mehr auf. Er ist kaum unendlich Einheiten. Und der zerstört schon wieder mein Naschenblager. Das ist. Mich wundert es ja, dass hier Dings noch leben, ne? So, ich fange also, ja, willkommen Let's Play, zum Let's Play Contra, wir fangen gerade an hier, die ganze Basis ist ja schon kaputt, wir fangen gerade ein neues Spiel an.
frage mich ja gerade, wieso schickt er seine ganzen Atomraketen nicht noch gleich auf meine Basis? Damit das der Ganze noch viel realistischer ist, damit man noch viel mehr Chancen hat. Sollte ich dieses komische Gewinsel, was der jetzt gemacht hat, keine Ahnung, dieses, hier eine Armee schicken, da eine Armee schicken, soll ich das alles als eine Welle bezeichnen oder was? Weil jetzt ist ja gerade wieder Ruhe. Kommt da jetzt gerade wirklich Artilleriebeschuss runter? Habe ich das richtig gehört? Oh, mein... Ja, vor allem, das war jetzt Artilleriebeschuss 3. Das war jetzt mein Geldquelle, die jetzt langsam auch zugrunde geht. Kein Ding. So viel Geld habe ich jetzt nun auch nicht. Wenn ich jetzt mal Rang 5 sein dürfte, ne? Das wäre echt geil. Sag mal, sind die gescriptet, die Dinger, oder was? Upgrade complete. Congratulations. Dankeschön. You have been promoted. Es geht wieder los. Als wenn er diese scheiß Red Arrow-Soldaten nicht hätte, ne? Dann wäre das echt noch ganz chillig eigentlich. Ja. Ich kann keine Gebäude verkaufen. Ja, over, ja. A nuclear missile has been launched. Nuclear Storm, das wird auch lustig. Obwohl der Nuclear Storm. Möglicherweise ist mein Artilleriebeschuss ja stark genug. Und es muss natürlich ausgerechnet die Atomrakete sein, die genau da runterkommt. Ist das die in 15 Sekunden bereit ist? Glaub schon, ne? Ja, das ist die. Ich weiß nicht warum, ich glaube, da kommt gleich eine Atombombe. Flieg mal lieber weg. Das Gute ist, da eine Atomrakete zu stellen, ich weiß auch nicht. Also, ditte. Das andere habe ich keine Ahnung. Jetzt dürfte sie, glaube ich, unten gewesen sein. Oh, das bräuchte ich eigentlich auch. Also da ich ja so einen sehr starken Artilleriebeschuss habe, dürfte ich vielleicht den Nuclear Storm mit Atomrakete und Artilleriebeschuss töten können? Fragezeichen? Ich weiß nur, dass ich jetzt langsam Geld brauche. Unit lost. Gut, da kommt nur Analgeschütze, die kann man so zerstören. Vielleicht sieht's. Der Typ hat einen Triggerfinger, Alter. Mit seinen Atomraketen. Oh. Also wenn er jetzt gerade noch weiter so angreift, also dass er jetzt gerade so ein bisschen gechillt ist, der Tau oder der General da oben mit seinem scheiß roten Bunker.
Dann könnte man es ja doch noch machen, gewinnen. Aber wenn da jetzt gleich wieder so 2000 Einheiten kommen mit Overlords und Gatling-Panzern und Tasse nicht gesehen, dann weiß ich nicht, ob man das schaffen kann. Unit lost. Vor allem den da oben, den sehe ich gar nicht. Warning, a nuclear missile has been launched. Und vor allem, wenn er jetzt so damit rumspammt. Oh, Alter, wirklich, ey. Wie viel der damit rumspammt, guckt sich das an? Und da ist wieder ein Atom-Nuklear-Geschütz. Da klappt sich eine zweite Schwuchtel auf. Der feuert natürlich auch nochmal ab. Und ich dachte, das wäre eine chillige Runde. Ach, der schaltet sich automatisch ab. Warning, a nuclear missile has been launched. Artilleriebeschuss. Unit lost. Kannst mir nie erzählen, dass er seit wann er so stark ist. Upgrade complete. Und letztendlich habe ich immer noch keine Ahnung, wie ich da jetzt eigentlich rausgekommen bin. Und kann mir bitte irgendeiner erklären, warum meine Atomrakete 10 Minuten Timer hat? Warum meine einen 9 Minuten Timer hat? Soll ich denn jetzt bitte den Nuclear Storm zerstören, bitte? Soll ich das jetzt bitte schaffen? Da kommt ein Gatling-Panzer. Da kommen zwei Gatling-Panzer. Ja, komm, wenn du was willst. Unit lost. Ja, ja, ich weiß es nicht. Unit lost. Das wird er nicht schaffen. Upgrade complete. Das wird der nicht schaffen. Ich bräuchte die.
Und ich bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Vision gerade. Also der Nuklearsturm, ich glaube, der wird runterkommen. Upgrade complete. Weil wenn ich jetzt hier auf einmal eine... Achso. I cannot believe you are beating me. Perhaps you will give me a moment to reveal. Wenn ich jetzt hier eine gescriptete Atomrakete habe, die auf einmal komischerweise einen 9-Minuten-Timer hat, während die anderen Superwaffen vom Partikelkanone oder IBG, keine Ahnung, einen ganz normalen Timer haben, dann ist das ein bisschen uncool, Leute. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Ist das deren Ernst jetzt gerade? Mach die Wolke da weg, ich seh nix. Ah ja, der Panzergeneral, genau, der verliert jetzt in Sachen Panzern ebenfalls. Habe ich richtig gesehen, ja? Sein Panzer ist stärker als meiner. Okay, er hat zwar natürlich, alle Upgrades. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit locked. Und er schafft durch eine Generalsfähigkeit meine Atomrakete zu zerstören, Alter. Genau, script noch mehr das Spiel durch, ey. Macht noch mehr kaputt. Am besten noch mehr Hacker kaputt machen, dass ich vielleicht gar kein Geld mehr krieg. Was auch mal da jetzt stand. Dass mein Flugfeld noch lebt, ist ein Weltwunder. Am besten ich warte, bis der scheiß Nuclear Storm runterkommt. Und dann, damit dann alles vorbei ist. Upgrade complete. Ganz ehrlich, ich warte bis der Nuclear Storm jetzt runterkommt, sind ja eh nur 50 Sekunden. Und dann gucken wir, wie hier alles, wie hier komplett alles zerfickt wird. Atomrakete wird ja one-geschottet durch seine Generalsfähigkeit, seit wann auch immer das der Fall ist. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. So, mal schauen, was jetzt alles kaputt geht. Ja, und sie nehmen Kurs direkt auf die Mitte. Unit lost. Our power is low. Naja, ein bisschen lebt da noch was, ne? Schaffen wir noch. Kein Ding. Gut, also wenn das Ding abfeuert, dann haben wir verloren. Gut, dass man das auch weiß. Also, wir haben 11 Minuten, 14 Sekunden, ansonsten sterben wir. Fahr noch ein bisschen hier draußen rum, chill noch deines Lebens, bis diese scheiß Atomrakete fertig baust.
Warning. A nuclear missile has been launched. Ah, das ist die. Weg da. Ach so, die kriegt auch erst die Fähigkeit, wenn ich das habe, okay. Black Lotus. Hat der Stealth Detection? Ich vermute mal, dass auch überall hier Heuchposten rumstehen, oder? Ein nuclear missile has been launched. Dazu würde mir gerade was anderes einfallen. Wieso frecken seine Soldaten eigentlich hier wegen der Strahlung gerade? Upgrade complete. Was ist jetzt? Warning. 9 Minuten Timer, Arschlecken! Ich hab 12 Minuten Timer! Meine Atomrakete! Ja, ich komme hier nirgendwo durch und da vorne ist irgendwie dieser Heuchposten. Oder den hat schon zerfickt wegen was anderem. Keine Ahnung. Tschüss, Bulldozer. Das war scheiße mit dir. Warning. A nuclear missile has been launched. Ich warte nur auf den Heuchposten irgendwo. Da kann ich neu laden. Upgrade complete. Das ist jetzt auch nur so ein Just for Fun Safe, glaube ich, der mir nicht so viel bringen wird, weil ich erstmal nur gucken will. Black Lotus has been discovered. Tschüss. Unit lost. Der da zum Beispiel. Ach, Flugzeuge hat er auch auf Patrouille. Na, das ist kein Ding. I cannot believe you are beating me. Perhaps you will give me a moment to reveal. Kann ich hier wieder laden gerade? Unit lost. Das sieht nix ab!
cannot believe you are beating me. Perhaps you will give me a moment to reveal. Ja, also ich kann die ganze Scheiße hier machen ohne Superwaffen. Black Lotus has been discovered. Unit lost. Okay. Ich glaube, also ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass man das hier schafft ohne Safe States auf Anhieb. Das kannst du mir nicht erzählen. Jetzt frage ich mich, was für eine Reichweite hat denn, haben denn diese Flugzeuge da? Ab wann kommen die denn angescheißert? Ich habe 5 Minuten 39 Sekunden, das herauszufinden. Ich kann nicht so weit rausfliegen, weil das Haus da eingenommen wurde mit... Oder nicht? Doch. Unit lost. Ey, ein scheiß Soldat ist stärker als alles andere. Unit lost. Ja, kannst du knicken, Alter. Die Flugzeuge kommen auch erst wirklich. Keine Ahnung, wann die kommen. Was die für eine scheiß Radios haben. Mein Artillerie-Beschuss kann eh knicken, weißt du? Ich muss hier eigentlich auch mal hier was aufbauen, weil... Weil das Aber kommt dann nämlich schon. Unit lost. Ey, ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll aus diesem scheiß Drecksloch. Es ist wieder so ein Endloskampf. Vor allem ich kann ja nicht mal in Ruhe irgendwas machen. Weil ich hier nonstop angegriffen werde. Ich muss immer wieder zur Basis gehen. Ich kann ja nicht mal da in der Mitte irgendwie mal... Was heißt chillen? Einfach mal... meine Basis wieder aufbauen. Gucken, was in der Mitte so abgeht. Und hast du nicht gesehen? Ja, schön, du kleiner Wichs-Kobold, Alter. Ja, da ist es doch wieder. Immer du für eine Schwuchtel bist. Ja,
随时准备执行任务，他们看起来真小啊，没有问题的，他们看起来真小啊，没有问题的，他们看起来真小啊，把我们了，他们看起来真小啊，没有问题的，把有用的东西都带上，让我们到那边去。 Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Ach! Ich kann jetzt eh gleich durch. Ja, weißt du, steht noch einer da. Am besten mal spammt noch mehr mit Täuschposten rum, weil du auch das nicht machen kannst. Ach Gott, das ist... Das ist ja wieder so ein verkackter Spielstand. Ich habe ja gar nichts. Wann habe ich die abgespeichert? Also die Kaserne ist auch kaputt. Verbesserte Dings habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ja, stirbt jetzt eh gleich wieder alles durch diese Scheißstrahlung. Unit lost. Ja, tot. Ey, ich weiß. Our power is low. Hab einfach keine Ahnung. Wieso ist die scheiß Power jetzt wieder auf? Hört er eigentlich auf mit seinem Overcharge und verliere ich dann Energie? Tatsache, das geht nur eine bestimmte Zeit. Das ist neu. Ich muss trotzdem dahin, weil sonst macht's gleich Bumm. Die kleinen Schwanzlutscher-Soldaten können jetzt mal alle herkommen. Ich glaube, ich krieg mit dem Artillerie-Beschuss aber nicht beide, ne? Der ist, glaube ich, zu weit weg. Unit lost. Da steht er, glaube ich, da. Der ist viel zu weit weg. Warning. A nuclear missile has been launched. Und ich kann eh wieder neu starten, weil jetzt eh wieder alles kaputt ist hier, weil ich jetzt wieder kurz mal nicht hier hingeguckt habe. Ne. Den kriege ich nicht. Unit lost. Den kriege ich da, glaube ich, nicht.
Und ich sollte, glaube ich, jetzt langsam mal hier ein bisschen speichern. Oh, ey, das wird, das, falls das mal nicht länger wird als der Iron Man General. Ganz ehrlich, das wird dann noch länger dauern. Unit lost. Jetzt habe ich gleich wieder das Energieproblem. Unit lost. Ey, Junge, ich kann doch nicht alles machen hier. Ja, Infernalgeschütz. Sehr schön. Unit lost. Unit lost. Also danach weiß ich gerade wirklich keinen General mehr, der mir noch mal mehr auf den Sack gehen kann als der hier. Also ganz ehrlich. Ja, jetzt muss ich nach oben, jetzt verliere ich wieder ein paar. Und seine scheiß unendlichen Angriffe hier. Unit lost. Jo, drei Helix auf einmal und ich komm wieder nur zu! Und schießen wieder nicht. Ey, ich hab schon wieder nicht gespeichert! Ey, wieder diese Kacke hier! Mann! Ich glaube, so langsam, wenn das weiter so läuft, kann ich dann wirklich einen Aufnahmestopp machen und ich kann nicht morgen weitermachen. Ich hab nämlich gleich keinen Bock mehr. Das kannst du schön woanders weitermachen. Unit lost. Ich hab keinen Bock mehr gleich. Ich versuche jetzt irgendwie diesen scheiß Nuklearstorm da zu zerstören. Wenn das jetzt nicht gleich klappt, kann man mich heute so am Arsch lecken. Unit lost. Was haben die da für Zuckungen eigentlich? So, jetzt kann ich immer speichern.
Und das Spiel geht weiter. Ja, es sind zu viele. Okay, dadurch, dass sie das rumzucken, ist das Nukleargeschütz da näher rangekommen. Wenn ich mich weit genug entferne, dann zucken sie nicht mehr so rum, dann kommen sie jetzt mit. Jetzt kann ich sie hoffentlich alle noch schnell abknallen, bevor das Nukleargeschütz da jetzt gleich sich aufklappt. Ja. Also ich würde jetzt deswegen schon speichern, ganz ehrlich. Die nächste Nuklearrakete ist dann wahrscheinlich die wieder in der Mitte, ne? Und wir haben wieder Overlords, Infernalgeschütze. Ach, der ist jetzt mal schnell. Egal, ich habe Bunker mit 5 Leuten. Außer er natürlich, der wieder direkt. Ja, er hängt da immer noch drin, obwohl ich ihn schon rausgeholt habe. Warning, a nuclear missile has been launched. Oh Junge, lass die doch da hinkommen! Ihr seid eh tot. Unit lost. Ja, 2. Ach, die sind gleichzeitig gezündet? Ja, das Ding ist... dass die nicht ankommen werden. Unglaublich, dass die angekommen sind. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Hey, be careful, General. These nuclear depots tend to leak. Aha. Unit lost. Habe ich gesagt, du sagst was? Hallo? Das kann mir sogar egal sein. Das natürlich nicht. Wow, unglaublich, mein Dings ist zerstört worden. Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Ja, es macht keinen Sinn. Vor allem, wenn die kein Dings haben. Black Lotus has been discovered. Upgrade complete. Ja. Nee. Der lebt immer noch. Spiel ist gecrashed. Nice. Technical Facultyultils. Ja. Bis gleich. What's up, Dudes? Weiter geht's. Wahrscheinlich, das Spiel hat, glaube ich, gar keine Schuld gehabt. Ich glaube, das lag wirklich an Origin, dass die gerade ein Problem, dass der gerade ein Problem hatte. Weil Origin fuckt gerade auch so ein bisschen ab. Upgrade complete. Ich will mich dort anmelden, dann steht dort, deine Anmeldung ist abgelaufen, stand da. Da kann mir fucking EA auch gerade kurz mal erklären, was das heißen soll, bitte. Und wenn Origin natürlich nicht mehr da ist, dann wird das Spiel auch geschlossen. Jetzt ist immerhin diese wunderschöne fette Zahl da oben wieder ganz normal. Und wir hängen weiter hier. Und dann, okay. Das einzige, was ich probieren kann, ne? Warning. A nuclear missile has been launched. Ja. Das einzige, was ich probieren kann,
Oh, ey, Kaserne wieder weg. Unit lost. Ach so, das hat meine, mein Flugfeld vernichtet. Jetzt kommen wir eh wahrscheinlich gleich wie Infernalgeschütze oder Nuklear-Geschütze. Und ich kann keinen Dings bauen, kein Flugfeld, weil mir immer noch dieses scheiß Nachschublager fehlt. Warning, a nuclear missile has been launched. Oh, macht euch zusammen, Alter! Ey, herrlich, wie schön die fett die Zahlen jetzt auf einmal sind. Jetzt sieht man meine wunderschöne 12-Minuten-Atomrakete gleich viel mehr. Ganz ehrlich, dass ich die gebaut habe, das ist total schwachsinnig. Unit lost. Ich kann eh gleich hier neu starten, weil jetzt hier wieder alles zerfickt wird. Und es kommt wieder ein Overlord an. Genau, zerstör meine Ohren, der ganzen Bulldozer, die jetzt sein kommen. Ja, das Ding ist. Dass es eh schon viel zu spät ist. Ich habe das Gefühl, dass mich Origin noch richtig abfacken wird, ne? Upgrade complete. Unit lost. Ach Gott. Ja, schön. Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Upgrade complete. Unit lost. Oh, Alter, das ist jetzt wieder die gewesen. Da laden wir einfach mal zum 50. Mal nochmal. Upgrade complete. Kein Ding. Upgrade complete. Upgrade complete. Unit lost. Oh, ey. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mein ECM-Turm da an dem Helix dran. Warning, a nuclear missile has been launched. Das ist wieder die Mitte. Ja, irgendwo kenne ich das her, ne? Die Mitte wieder weg, fliegen schnell. Neu laden, ganz schnell wieder weg. Unit lost. Das war gleich die Mitte. Ich kann nur hoffen, dass die zwei hier, ne? Das, was ich die ganze Zeit hoffe. Ich weiß nicht, wo er eigentlich hin will, da oben. Dass diese zwei Panzerabwürfe es schaffen, irgendwie die einen einzigen Horchposten da zu vernichten. Möglicherweise haut er mit seinen Raketen auch so viel Schaden rein, dass das Ding auch schon so die Hälfte der Lebenspunkte verliert.
Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Unit lost. Upgrade complete. Ja, das war dann das. Hat super geklappt. Ich frage mich jetzt gerade eigentlich, ab wann, was speichere ich hier gerade eigentlich immer? Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Der ist nicht mal in der scheiß Grütze drin, na verreckt trotzdem. Keine Ahnung, was jetzt aber mit den Flammen da los war. Alter, ECM ist richtig geil. Unit lost. Weiter schießen, bitte. Ach du Kacke. Ah ne, okay. Ich dachte, da kam eine Atomrakete runter, aber die Strahlung ist noch da. Nee, ich kann nur weiter hoffen, dass... A nuclear missile has been launched. Das bringt aber auch, glaube ich, nichts, oder? Unit lost. Viel zu viel Gemetzel. Unit lost. Nee, das reicht von der Zeit gar nicht mehr aus. Unit lost. Warning. Vor allem, der setzt ihn auch in der Sekunde ein, wo er bereit ist. Nö, das kann es jetzt schon klingen. Nuclear Storm beträgt Dings. Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Black Lotus has been discovered. Ach, Kacke. Unit lost. Habe ich den Panzerwurf dahin geschickt? Oder kam der jetzt schon wieder so scheiße runter, so wie einmal bei Iron Hand? Ich besoffen? Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Unit lost. Zwei Probleme gerade. Erstens, Black Lotus has been discovered. Unit lost. Aus welchem Grund bitte? Was steht da jetzt wiederum? Unit lost. Black Lotus has been discovered.
glaube, ich kann die ganze Generalsherausforderung komplett neu starten. Das kannst du knicken. Ich kann die Atomrakete einfach nur schneller bauen. Unit lost. Black Lotus has been discovered. Okay, also ab diesem komischen weißen Weg da. Unit lost. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Du kannst ruhig aufklappen. You call that a super weapon, General? So, das bringt uns jetzt gerade ein paar neue Ideen. Die schafft das. Ich hätte auch nicht gedacht, das wusste ich gar nicht. Die grüne elektrische Magnetinterferenz, die da einsetzt, damit die ganzen Panzer gestunt sind. Das lenkt Raketen auch ab, das ist ja übelst geil. Aber der Nuclear Storm ist in binnen nur 5 Sekunden down gewesen. Jetzt ein bitte Timing, please. Unit lost. Vor allem der Nuclear-Geschütz muss da weg. Der muss hier durch. Dann warte ich. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Jo, glaubt sie dich auch gar nicht mehr. Den wir da ja sehen. Ob das jetzt nicht schon zu spät war. Das war zu spät. Die muss den noch platzieren. Kacke. Unit lost. Warning. Ja, kacke. Da müssen wir auch ungefähr so 15 Sekunden auf der Uhr sein. Oh. Warte, der kann weg. Der da. Unit lost. Also 15 Sekunden, probieren wir es da mal. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Wir halten die Daumen weiter gedrückt. Oh Mann. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Our power is... Nein! Ich hab keine Energie gehabt! Safe Game mit Loaden verwechseln. Das ist auch sehr gut.
Gut, was haben wir hier? Den können wir da lassen. Gut, ich brauche Energie. Oh, Kacke, ich muss doch das Ding da vernichten. Scheiße. Stimmt ja, ich habe da gespeichert, wo das Ding noch lebt. Unit lost. Unit lost. Your defenses are weak, General. We have entered your base. Ja, was ist da jetzt? Warum sind da jetzt Panzer überall in meiner Basis? Was habe ich da wieder zu hier ver... Nimm mal, wenn man denkt, dass es dümmer gar nicht mehr geht. Was ist los? Ich weiß schon, was los war. Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Unit lost. Ja, guck zu, wie das Ding da rumfährt. Ich sage anklicken. Er guckt wieder nach rechts. Ich sage Angriff. Er guckt nach. Er ignoriert den Befehl. Diese verfickte Einheitensteuerung, diesen verfickten Drecksgame. Upgrade complete. Warning, a nuclear missile has been launched. Weißt du, eigentlich kann ich mir das auch alles sparen, weil eigentlich der Nuklearsturm war ja schon von Anfang an da. Seit ich Rang 3 bin, hätte ich mit dem Artilleriebeschuss den sofort immer killen können. Nach dem dritten oder vierten Mal dann. Unit lost. Also ich probiere das jetzt nämlich gerade. Ich probiere das jetzt nochmal so. Unit lost. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Das ist ein Nukleargeschütz. So, jetzt mache ich zwei Safe States, Alter. Jetzt kannst du mich so am Arsch lecken. So, jetzt habe ich gerade keine Energie mehr, wenn ich den Nuklearstorm einnehme. Unit lost. Warning. Noch 18 Sekunden. Unit lost.
Probieren wir 18 Sekunden. Unit lost. Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear missile. You call that a super weapon, General? It breaks like a toy. Warning, a nuclear missile has... Get away from my silos, General. Unit lost. Our base is being attacked. Ach du Scheiße, was ist denn alles kaputt? Ach Gott! Habe ich eigentlich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich mach's nochmal. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Unit lost. Unit lost. Ja, jetzt muss ich nur hier irgendwie rauskommen. Ja, es ist schön für dich. Das ist dumm. Unit lost. Sag mal, kommt jetzt mal hierher? Da kommt wieder ein Scheiß. Unit lost. Ja, ganz ehrlich, ich bin mitten in so einer Kackwelle drin. Ja, er zerfickt dieser scheiß Dildo-Werfer meine ganze Basis. Ich flieg hier wieder hin und her. Jetzt kann ich wieder dahin fliegen. Oh, Alter, es macht so keinen Spaß, Mann. Verpisst euch. Ah, das ist jetzt wieder fertig. Our nuclear missile is ready, General. Ja, ich kann nichts machen. Alles wartet darauf, dass ich mal wieder angreife. Und diese scheiß Laster kotzen mich an hier. Ja, jetzt kann ich da wieder hinfahren. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost.
Unit lost. Warning, a nuclear missile has been launched. Ich glaube, es ist wieder der links hin verknallt, ne? Unit lost. Ey, Junge, Brainfuck. Richtig Brainfuck gerade. Und mein scheiß Nachschublager, immer ist es kaputt, die ganze Zeit über. Ach, komischerweise, dieses Mal steht er nicht drin, ne? Warning, a nuclear missile has been launched. Ernsthaft? Unit lost. Ja, und jetzt habe ich gleich kein kleines Geldproblem. Unit lost. Upgrade complete. Warning. A nuclear missile. Mach alles kaputt. We have launched our nuclear missile. Nuklear besiegt man mit Nuklear. Alter, ich hab immer noch kein verficktes Supply Center. Hi, my war factory. What have you done? My precious tanks gone. Weg! Würde er im Dings sagen, im Deutschen. Ja, das Tolle ist, dass ich nur noch ein beschissenes, okay, ich habe zwei Webzentren, aber das war's dann aber auch. Es ist lustig, dass da immer noch was drin ist. Warning, a nuclear missile has been launched. Ich hab so gut wie kein Geld mehr jetzt. Ich bekomme auch fast nichts mehr. Mein Income ist sehr wenig. Unit lost. Kaum zu glauben, dass da mal einer kommt. I be careful, General. These nuclear depots tend to leak. Upgrade complete. Unit lost. So, Flugfeld. Ah, hier, guck mal. Unit lost.
Ich wollte gerade sagen, als ob der jetzt da nicht weiterkommt. Das kann ich auch alles knicken, weil ich wieder Geld brauche. Das war wieder meine Abwehr. Lasst euch beschießen, kein Ding. Unit lost. Ach, Propagandazentrale. Ja, jetzt werde ich so nach und nach weggebombt. Unit lost. So. Der Nuklearsturm ist weg. Jetzt werde ich dafür so mit normalen Einheiten jetzt wieder weggefickt, Alter. Vor allem muss ich... Ja, ich brauche dringend meinen Heuchposten mal wieder. Unit lost. Scheiße, ey. Was zuerst machen, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber ganz ehrlich, da ist so viel Zeit drauf gegangen, auf diesen scheiß Nuklearsturm zu zerstören. Ich hätte den Nuklearsturm ganz einfach mit Artillery-Beschuss. Sobald der Rang 3 Artillery-Beschuss fertig war, hätte ich den schon zerstören müssen. Aber der baut bis jetzt gar nichts darum auf. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ey, ich habe ja noch Heuchposten, lol. Auch wenn die halb tot sind. Der Grund, warum ich jetzt so viele Nuklear-Dinger baue. Nuklearteile. Gatling. Das ist lediglich der Grund, dass ich versuche, diesen Atomwaffenbomber, der hier gerade so schön rumfliegt und gerade kommt, zu zerstören. Weil der macht immer meine Atomraketen so kaputt oder sowas. Los, komm her. Junge, ist das sein Ernst, Alter? Oh, ey, oh Mann, ich kann nicht mehr. Es soll eigentlich vorbei sein. Ich bin so froh, dass er gerade seine Waffenfabrik nicht mehr aufbaut, ne? Weil dann würden... Oh, eigentlich ist der scheiß Helix da weg. Alter, Alter, das wird länger dauern als... Das wird länger dauern als Iron Hand. Das wird länger dauern als Iron Hand. Upgrade complete. Es ist unglaublich. Meine Atomrakete zeigt gerade 4 Minuten 45 an. Ist es so lange her, dass ich die eingesetzt habe? Ich glaube schon, ne? Ach, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Vor allem, da ich wieder so lange ruhig gewesen bin. Das muss dann wieder ein super Spaß für euch gewesen sein. Zumindest die Rage-Modes. Das
mich raten, das ist da auch nicht sicher. Wenn hier das Ding einkracht, dann will ich gar nicht wissen, was da passiert. Warning, a nuclear missile has been launched. Unit lost. Upgrade complete. Upgrade complete. Ja. Da ist mal wie ein Helix draufgegangen, wieder wegen dem scheiß Red Arrow. Kam da gerade ein Artilleriebeschuss? Ja, ne? Unit lost. Ach ja, schön. Webzentrum plus Propaganda weg. Oh, Alter, der Kampf dauert noch so schön lange. Jetzt komme ich aus dieser scheiß Endlosschleife in diesem Angriff hier nicht mehr raus. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Vor allem, wie kriegt er immer noch seinen Scheiß da, ey? Das wird noch so schön werden. Oh oh. Jetzt habe ich das Problem, dass die Gauss-Kanonen wieder schneller gebaut werden als die Gatling-Geschütze. Na toll. Unit lost. Und es reicht nur ein einziger Schuss aus und es ist eine Gauss-Kanone kaputt. Der Witz ist auch wieder gut, ey. So, saven. Alter, hier, guck mal, das dauert länger als der Iron Hand. Vor allem wisst ihr dann noch, warum so lange kein Video mehr gekommen ist. Also ich bekomme so langsam mehr Geld dazu, als wie ich verliere, ne? So ist es ja nicht. Oh Mann, ey! Wie viele Propagandazentralen hat er eigentlich? Also ECM ist super. Das ist schon geil. Bin ich auch gegen diese scheiß Gatling-Panzer eigentlich geschützt, meine Helixe? Relativ. Wenn diese ECM-Teile jetzt noch Raketen abwerfen würden, oh, das wäre natürlich ein bisschen OP. Da wäre ich auch vor den Red Arrows geschützt. Genau vor diesen Schwanzlutscher-Raketenwerfer. Aber er greift schon wieder nonstop an. Es nimmt wieder kein Ende. Oh, jetzt kommt dann Overlord, ey. Ich weiß nicht, wo er hin will. Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear missile. Alter, das ist so geil, die ganze Map zu sehen. Das ist gerade so schön. Aber sehr, sehr viel schöner ist dieses Geräusch hier. Und dieser Klang und dieses... Ja, das ist doch gleich viel schöner.
Ich hoffe, das baut er auch nicht auf. Weil wenn er das nicht aufbaut, dann... Ach Gott, ja, jetzt ist ja da das Ding weg. Wie der es jetzt eiskalt auf meine Panzer abgesehen hat. Gut, das Geld kommt aber wieder daher. Das Geld sieht super aus. Jetzt baue ich hier noch eins hin und dann war's das. Unit lost. Genau, knallt mal meinen eigenen ab. Gut, muss ich da auch noch einen hinstellen. Warning. A nuclear missile has been launched. Kann ich hier gerade zufällig... Ah, meine Upgrades sind noch nicht erforscht worden, verdammt. Propaganda-Zit, ach, die ist ja auch wieder kaputt. Unit lost. Alter. Alter, der baut da oben nicht auf. Das ist schon mal... Ja, sehr schön. Kackstrahlung wieder. Oh, du kannst ruhig etwas schneller schießen, ey. Warning. A nuclear missile has been launched. Das ist so behindert, das Spiel. Das ist diese Runde hier, der Kampf. Och, endlich habe ich eigentlich mal wieder einigermaßen Abwehr hier. Dass ich nicht mal in der Helix werden Milliarden mal hin und her schicken muss. Schön! Ne? Ich brauche eine zweite Waffenfabrik. Das wäre auch nicht schlecht. Weil es außerhalb der, des Bildrandes kommt. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Generals X funktioniert nicht mehr, wenn jetzt diese scheiß Origin schon wieder... Wieder Crash, also bis wieder gleich. Hallöchen, liebe Kinder, und willkommen zu einer weiteren Folge von Stunde 0 Kontra 09 Modifikation zur Generalsherausforderung mit dem Panzergeneral gegen den Nukleargeneral. Heute sind wir wieder ganz lieb und wieder ganz dufte gut drauf, weil... ja, der kleine Cut ist dann doch vielleicht ein bisschen länger gewesen als doch, als ursprünglich geplant. Denn ich habe jetzt, heute ist der dritte, ich habe jetzt wirklich einen Tag Pause gemacht und wir gehen jetzt nochmal rein und probieren das dann nochmal bitte jetzt ganz in Ruhe und Gemütlichkeit. Ich werde schon wieder angegriffen, das kann doch... Ein Witz. So, also. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Meine Atomrakete ist gleich bereit. Das ist sehr schön. Oh. Irgendwas fehlt mir. Propagandazentrale. Gut, ich habe das hier gebaut. Außerdem, gestern, ganz ehrlich, man hat es gesehen, gestern lief nichts mehr. Vor allem der Error, ich weiß nicht warum Error, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung warum Error. Und gestern bin ich auch ziemlich müde gewesen am Ende. Geschafft, kaputt, im Arsch.
Allzu viel Lust war da auch nicht mehr drin. Ich war relativ ruhig gewesen. Du kannst mich mal. Wow, ich muss sagen, diese ECM-Technologie ist sowas von geil. Und ich sollte vielleicht irgendwann mal anfangen, meine verbesserten Dinger jetzt zu erfinden. Oh, ey. Nehmt lieber den, ne? Ist ja unglaublich, dass der jetzt immer noch so krass angreift. Unit lost. Our nuclear missile is ready, General. Haben meine Helixe gar keine. Nee, doch. Die stehen nur scheiße da. So, kurz mal speichern. Ich glaube, das Spiel verträgt sich mit diesem automatisch Speichern und Laden nicht so gerne. Ich glaube, da gibt es ein paar Probleme. Gut, er hat hier wieder aufgebaut. Scheiße. We have launched our nuclear missile. Er hat das also wieder aufgebaut. Unit lost. Nur eine Kaserne, das lässt sich noch verkraften. Get away from my supplies, General. Das hätte jetzt... Doch, das schafft er. Ist das... Alter, wie... Ganz ehrlich, wie schwach ist die Atomrakete? Also, direkt da drauf. Boah, ey. Ey, 12 Minuten Timer, ich freue mich. Alter, vor allem der spammt immer noch mit seiner Artillerie rum. Ich kann immer noch nicht in Ruhe chillen. Get away from my supplies, General. Aua. My command center. No! I won't lose command. I won't. Gut, das war das. Problem ist nur, er baut es wahrscheinlich wieder auf. Ich habe nur gerade keinen Bock mehr auf seinen beschissenen Artilleriebeschuss und sowas. Ja, und hier da wahrscheinlich 5000 Soldaten drin, die mit ihren Bazooka rumschießen, mit den Super-Atom-Raketen da. Ich glaube, das ist die da links rauskommt, ne? Ja, das ist die linke. Boah, jetzt hab ich mein Flugfeld wieder verloren. Alter. Hallo? Wieso ist das schon wieder alles kaputt? Ich weiß schon warum. Unit lost. Oh, da kam auch noch eine Atomrakete runter, okay. Ja, er muss natürlich links bauen in der Grütze drin. Unit lost. Warning. A nuclear missile has been launched. Ich hab kein Dings mehr. Nix mehr zum Heilen. Ein Heilhelix. Unit lost.
Es nimmt kein Ende, die Angriffe. Vor allem, ich will eigentlich in der nächsten Stunde jetzt fertig werden. Ich glaube, da werden jetzt einige Leute lachen oder grinsen, wenn ich sage, ich will in einer Stunde fertig sein. Eins ist mal klar, ich mache das alles mit Helixen, also ich habe... Mit Fahrzeugen kannst du knicken nach hoch. Erstens wegen Kackdorf. Zweitens... wegen Gebäude mit 10 dieser Typen mit den Raketenwerferdingern drin. Ja, du bist eh tot. Okay, die kracht da, glaube ich, ein. Tai Chi ist eine japanische Kampfkunst. Boah, wie weit ich hier reingehen kann. Herrlich. Schön. Habe ich die da hingeschickt? Tatsache. Also, da können wir zumindest da oben jetzt mal gucken, was da so Sache ist. Wenn er seine Kommandozentrale wieder aufbaut, dürfte ich das sehen, ne? Dann dürfte der Satellitenzugriff 1 den wieder hell machen, ne? Mir ist gerade eingefallen, was noch fehlt. Es fehlt bis jetzt noch so eine Flugeinheit von China, wo quasi wieder ICM-Panzer hier. Also. A nuclear missile has been launched. Upgrade complete. Kommt der denn jetzt runter? Upgrade complete. Ich hab wieder gleich keine Energie, das gibt's doch gar nicht. Ich brauch mehr Helixe. Der keine Ahnung 29 Helix. Ah, herrlich, wenn man die ganzen Gegner von weitem schon sieht. Wunderschön. Okay. Was irgendwie kacke ist, dass nur der jetzt diesen Satellitenzugriff 3 hat, ne? Und die nicht. Diese wackelnde Antenne, die hat nur der eine. Mehr Helixe. Der hat nur Gatling-Panzer, die ich ganz ohne Probleme easy mit ECM-Technologie stören kann. Ne? Das Einzige sind nur seine Red Arrow-Soldaten. Das sollte allerdings kein Problem sein. Ich frage mich halt nur, sind da wirklich nur Bazooka drin oder sind da auch Red Arrow drin? Ich weiß nur eins. Dass mir seine Waffenfabrik auf den Sack geht. Und dass da doch relativ viele Gatling-Panzer rumstehen, leider. Lass mich raten, Artillerie. Lass mich raten, Artillerie. Ja, es ist ein Analgeschütz. Herrlich. Den Dings will ich eigentlich, die Super-Einheit will ich eigentlich auch nochmal bauen. Zu gucken, der dürfte eigentlich auch relativ weit kommen. Mit den Helix zusammen dürfte der eigentlich ganz gut was wegreißen. Problem ist nur, ich habe immer noch keine Upgrades für den entworfen. Jupp, das ist Waffenfabrik gewesen. Sehr schön. Kommt ein bisschen weniger Panzer, da kann ich jetzt mehr Vorbereitung treffen. Und wenn er jetzt weiterhin erstmal so gut chillig bleibt, dass das hier lebt, das ist mir noch ein Rätsel. Also es war relativ blind. Upgrade complete. Relativ blind gewesen bis Upgrade complete. Also ich weiß ja noch, als ich Superwaffen-General gespielt habe, dass ich da rechts mich ausgebaut hatte, eine zweite Basis hingebaut habe, sprich das. Allerdings war das mit dem Superwaffen-General irgendwie einfacher zu verteidigen, muss ich sagen. Also, der da. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen Geld sparen. Wie so richtige Ameisen, die hier so rumkrabbeln. Es sind aber nur zwei dieser Penner hier.
Nein! Nee, ich meine nichts beschießen. Euch Posten. Sobald er sichtbar ist, dann. Gauss-Kanone ist geil. Das tötet die Soldaten relativ schneller fast als die Raketen. Upgrade complete. So alle, ditte, ditte, und dann wollen wir, glaube ich, mal ditte, ditte, Elektro-Titte. Upgrade complete. Vormarsch. Weil ich habe nicht mehr allzu viel Speicherplatz auf meinem Rechner frei. Weil die 800 GB, die hat jetzt dieser eine General hier fast komplett eingenommen. Das da rechts kann ich zerstören. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wo ich zuerst angreifen soll. Rechts oder lieber oben? Hier sieht eigentlich chilliger aus, weil er hätte hier keine Waffenfabrik. Er hätte nur hier eine, die er, glaube ich, nicht mehr aufbaut. Da kommt die linke wieder. Und dann nehme ich auf jeden Fall die Gauss-Kanone bei seinen Soldaten spam. Irgendwas fehlt mir, ich habe keine Ahnung, was? Wow! Das war die! Ach, die haben eine selbe Abklingzeit, achso. Upgrade complete. Jetzt habe ich einen Heuchposten hier verloren. Upgrade complete. Mach mal Grütze weg hier. Weißt du, dass der so blöd sein muss? Schieß doch einfach hier irgendwo hin, Mensch. Oh, ihr seid Team 2, bitte. Blackbot wäre eigentlich auch nochmal nicht schlecht, ne? Ich meine, die hätte schon ihre Heldentat erfolgreich gehabt. Ich schläge jetzt hier wieder irgendwo ein, rechts. Und ich bin so ein bisschen erkältet, leider. Das hat man bis jetzt noch gar nicht gehört. Gestern war ich gestern nämlich auch schon ein bisschen. Ich glaube, ich greife zuerst mal oben an. Allerdings möchte ich noch ein paar Helixi hier lassen, nur für den Fall, dass wieder alles kaputt gemacht wird oder sowas. Und er scheint seine Kommandozentrale echt nicht mehr aufzubauen. Ich möchte allerdings ganz gerne nochmal einen Helix mit Radar mitnehmen. Ich will mal gucken, ob da die Sichtweite richtig krass erhöht wird. Weil irgendwie ist die Vision so ein bisschen mau. Warning, a nuclear missile has been launched. Upgrade complete. So, jetzt noch einmal speichern. Bitte nicht abstürzen. Und jetzt bitte mit Gefühl. Unit lost. Kurz mal den Weg freimachen hier. Wow, really? Our nuclear missile is ready, General. Das ist sehr schön. So, Lalle, da haben wir. Give my best, General, or I will be forced to detonate my warheads. Unit lost. Wenig Probleme. Ah, wisst ihr, was scheiße ist? Verdammt!
Komm mal ganz schnell mit, Schatzi. Ich möchte jetzt wieder Scheiße mit Scheiße bekämpfen. Lol, der baut seine Kaserne gar nicht, seine Waffenfabrik gar nicht mehr auf. Hä? Die hat er komischerweise nur einmal aufgebaut, jetzt nicht mehr? Upgrade complete. Komisch. We have launched our nuclear missile. Obwohl, hier wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Und bitte hab keine Minen. Unit lost. Oh, Alter, die ist zu behindert, Alter, die ist zu behindert. Da kam gerade ein Helix. Du musst wahrscheinlich hier lang, ja. Alter, meine Atomrakete ist ganz ehrlich, die ist aus Plastik. Scheiße, wo waren die ganzen Einheiten? Die waren... Oh, oh. Leute, die wollen alle auf mein Ding hier drauf. Ernsthaft? Hatten die nicht endlich Munition gehabt, diese komischen Mixer? Das war eigentlich die Armee, die ich gerade zerstören wollte. Alter, das Ding hat so eine krasse Panzerung, ne? Nichtsdestotrotz ist seine Heilung, sein Heilungsprozess. Meine Propagandaturm-Bonus ist krass. Da sieht man also wirklich, dass der Propagandaturm-Bonus, dass der prozentual heilt. Das heißt, es ist scheißegal, wie viele Lebenspunkte der hat, der heilt trotzdem immer dieselbe Geschwindigkeit. Erstmal kurz Energie. Ja, jetzt nehmen wir noch kurz mal die ganzen schönen Atombomben hier ein. Guck mal, die haben auch alle kurz nur noch 3 Minuten Timer, die kann ich gleich alle schon einsetzen. Was? My warheads. Was? Beautiful warheads. You will pay, General. Wie? Was? Wieso Selbstzerstörung? Was ist das für ein Kack? Alter, dann... Mir fällt auch gerade eine andere Sache ein. Und zwar, dass ich langsam Taschentuch brauche. Die hat zwar kein Kreuz, aber trotzdem halt die sich im Propagandaturm-Bonus, okay? Da hätte man mit der Black Lotus auch diese eine Atomrakete hier einnehmen können, ne? Von hier aus. Dann hätte ich das Magnetic Field machen können, obwohl sie das alles überlebt hätte, das wäre natürlich eine andere Frage gewesen. Ich hoffe mal, dass jetzt hier kein Nukleargeschütz steht, weil sonst wird die gleich fliegen lernen, die Kleine. Piep. Na, kommt was angeflogen? Nö. That's okay, General. Unglaublich, Alter. Was ist... Das ist auch wieder so eine gescriptete Scheiße. Weißt du was? Ich nehme jetzt das da ein. Ich wollte schon immer mal einen Nuklearbunker haben. Hat das vielleicht auch eine Selbstzerstörung? Nö. Also wenn ich jetzt überlege, ne? So, der ganze Kampf jetzt. So, mein Fazit zu diesem Kampf. Fällt mir da großartig ein? Unit lost. Boah, ey. Why you destroy my works, General? Ich brauch gleich ein Taschentuch. Ganz bevor will ich diesen Penner hier eigentlich killen. Das könnt ihr machen hier. Was ist denn? Ach, alles nur Mannequin. Ja.
Lol, ich glaube, die haben gar keine Besatzung. Ich glaube, die Typen pennen irgendwie. Verrecke, Tau! Ich finde den General zwar cool, aber nervig. So, also immer noch mein Fazit zu diesem Kampf. Oh, guck mal, so viele Mix, ey. Oh. Jetzt geht die Nase mir wieder auf den Sack. Wenn man es weiß, dann ist es vielleicht einfacher. Ja, dann ist es auch einfach, klar. Also, wenn man den, wenn ich den Nuclear Storm jetzt übelst schnell zerstört hätte, sobald ich den Artilleriebeschuss Level 3 habe. Dann wäre es vielleicht was geworden. Dass ich, also ich glaube, ich denke nicht, dass der Artilleriebeschuss sich, dass der Nuclear Storm sich repariert hätte. Warning, a nuclear missile has been launched. Ich glaube nicht, dass der Nuclear Storm, dass er den repariert hätte, weil er so abseits war vom Schlag und da war kein Bulldozer in der Nähe. Schon allein, dass ich den Bulldozer so schon zerstört hätte. Ich finde es gut, dass die Soldaten sofort getötet werden, in dem Moment, wo das Haus zerstört wird. So dass sie nicht normal schießen können. Oh, ich liebe es, Hacker zu töten, die bringen immer so viel Erfahrung. Ach du Scheiße. Das macht sie mal ganz kurz. So, das war das. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Allerdings ist da natürlich die Frage, wenn ich den Nuclear Storm jetzt mit den Artilleriebeschuss sofort zerstört hätte, dann hätte ich ja meinen Tankdrop nicht. Da ist die Frage, hätte ich die an die Stellung halten können, ohne meinen Tankdrop oder den Panzerabwurf? Nächste. Coming to inspect the nukes, General? You can look, but don't touch. Also schwer zu sagen. Also ich finde das. Okay, General, that's enough. I'm running out of nukes. Ich finde das ja schon übelst krass. General, das war's? If you sell off any more buildings, I will win by default. Hey, da warten noch Kraftwerke. Okay, das war jetzt unerwartet. Also, das... Ach. And I would have reduced you to dust. Wenn ich jetzt das mit dieser Black Lotus-Aktion, die ich da hingelegt habe, mit dem Nuclear Storm einnehme, dass diese Scheiße geklappt hätte, das hätte ich nie im Leben gedacht. Also, schwer zu sagen. Entweder man hätte es anders, man hätte probieren können, dass ich zuerst den Antibeschuss benutzt hätte und dann den Nuclear Storm sofort zu vernichten, weil dann wäre es eigentlich nur wieder eine Verteidigung gewesen. Dann wäre da nichts Schlimmes gewesen, außer der Artilleriebeschuss und dieses Nuklearwaffenflugzeug, das er durch die Kommandozentrale ansetzt. Das hätte man als zweite zerstören müssen. Ja, das ist halt alles. Man kann sagen, mit USA ist die Generalsherausforderung am einfachsten. Wirklich, du hast am Anfang sofort Comanche zur Verfügung, auf Rang 1 schon. Und kannst die ganze Artillerie eigentlich mal meistens schon zerstören. Musst nur ein bisschen aufpassen auf die Phoenix-Schütze, besser auf die Anti-Air, das war's. Du hast da deine Spätdrohne zur Verfügung auf, bei der USA, sodass du dann auch gucken kannst immer, dass, was der Gegner da macht, dass du eine hohe Reichweite hast zum Gucken. China ist dann dieses Mittelding. Du hast Flugzeuge, allerdings nicht am Anfang. Und IBG ist, ganz ehrlich, das ist echt was für Masochisten. Ich habe keine Ahnung. Also IBG ist unnormal. Du hast nur Radarwagen, um hell zu machen. Du hast keine sonderlich starke Artillerie, außer mit Juzits vielleicht, die eine Menge Wumms macht. Deathstrike, die Katyusha, die ist eigentlich auch ganz gut. Aber sonst, Säuregeneral, der braucht halt zu lange, bis er die Artillerie zerstört.
weiß ich nicht. Also, wenn du genug Säurewolken produzieren kannst, was die ganzen Nukleargeschütze sofort zerstört und die ihm ankommen, dann okay. Also, aber man kann eindeutig sagen, mit IMBG ist die Generalsauerung hier bei Kontra am schwersten. Alleine bei Trax, wenn du den spielst, der erste General ist dann Quai, der Panzergeneral, selbst da ist hardcore wie Scheiße, also. Na, jedenfalls, gute Nacht. Wieder eine wunderschöne Rage-Folge. Welcome, General. Oh Gott. Are you ready to begin? Ganz ehrlich, ich freue mich gerade, sie zu sehen. Weil ich dachte, sie kommt gar nicht mehr. What's that sound? And look, there's a light in the sky. I wonder. Oh dear. I am sorry, General, but that's just how I like to say hello. Well, good luck, General. Sie hat dir zu mir gesagt, ich glaube, sie mag mich. Gut. Ich freue mich gerade super, die alte Alexis zu sehen. Ganz ehrlich. Ja, 125.000. Und das ist eigentlich nur ein Igel und viel zum Angriff hat sie nicht, außer Aurora-Bomber, die allerdings, glaube ich, nicht für immer kommen. Partikelkanone ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, die wird jetzt hundertprozentig aber mal ein bisschen schwieriger werden als die anderen zwei. I told you you'd never beat my super weapons, General. Care to try again? Yep, aber nicht mehr heute. Das war jetzt erstmal eine kleine Aufnahmefolge für mich. Das waren jetzt vielleicht nur 35 Minuten oder sowas. Jedenfalls haben wir diesen scheiß Tau endlich hinter uns gebracht. Ich weiß nicht. Also das mit Black Lotus war auf jeden Fall eine coole Aktion. Die hat mir echt gut gefallen. Aber es war... Das war echt das der erste Stunde Null Moment, wo ich so am Verzweifeln war, wo ich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich hätte anders machen müssen. Jedenfalls, ich sage es hier, Leute, wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge. Haut so rein und bis denn.